Wenn man sich jetzt so Megakonzerne wie beispielsweise Coca-Cola anschaut, dann fragt man sich doch oft auch, können diese Unternehmen überhaupt noch weiter wachsen? Was sagst du dazu? Es ist natürlich schwieriger für ein Unternehmen wie Coca-Cola, was heute in über 190 Ländern der Welt präsent ist, zu wachsen. Und wahrscheinlich wird es auch in dem Tempo nicht weitergehen, wie es in der Vergangenheit gegangen ist. Aber man darf das Potenzial dieser Firmen eben nicht unterschätzen. Es ist halt so, die werden ja nicht nur Coca-Cola verkaufen, sondern die verkaufen dann eben auch Mineralwasser. Die verkaufen eben auch in China Coca-Cola, wo es 1,6 Milliarden Menschen gibt, die aber nur einen Bruchteil dessen an Coke trinken, was beispielsweise in Amerika konsumiert wird. Wenn ich an Länder denke wie Indien oder den gesamten asiatischen, den gesamten afrikanischen Kontinent, dort können natürlich auch solche großen Konzerne immer noch Marktpotenziale für sich erschließen, zum einen. Zum Zweiten haben die auch die Möglichkeit, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Also hier ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel ist Altria. Altria ist der Eigentümer der Marke Marlboro. Ja, und dann denkt man natürlich an Zigarettenkonzerne in einer Zeit, wo die Leute immer gesünder leben, dem sollte es schlecht gehen. Ja, Marlboro läuft wie geschnitten Brot, das wird verkauft ohne Ende. Der Aktienkurs von Altria kennt nur eine Richtung und der geht nach oben. Und dieser Tabakkonzern hat ganz nebenbei angefangen, zum Beispiel auch Weinberge zu kaufen, sich zum Beispiel an Brauereien zu beteiligen und ist heute einer der größten Aktionäre von SAB Miller. Das heißt, denen gehören 27% dieser großen Brauereikette. Die diversifizieren sich aufgrund ihrer puren Finanzstärke einfach auch in neue Geschäftsfelder rein, um sich eben von diesem Tabakgeschäft auch unabhängiger zu machen. Coca-Cola ist heute einer der größten Mineralwasservertreiber weltweit, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Und von vielen Trends kann so ein finanzkräftiges Unternehmen viel leichter profitieren als ein kleines Start-up. Ich denke nur an diese ganze Welle der Gesundheitsdrinks, ja, ob das jetzt Smoothies sind oder irgendwelche mineralisierten Wässerchen und was es alles gibt. Da ist natürlich so ein Unternehmen wie Nestlé oder Coca-Cola viel leichter in der Lage, solche Geschäftsfelder einfach für sich aufzukaufen und Unternehmen sich einzuverleiben, als wenn man das als Außenstehender machen würde, neu aufsetzen würde.